la 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 la. Wann geht's jetzt mal los hier? Was? Wie was? Was geht los? Ja, mit Kochen. Was willst du hier? Kochst du in meiner Küche, Alter? Deine Küche? Junge, du schmeißt viel zu viele Lebensmittel weg. Ich habe deine Videos gesehen. Absolute Gülle, die du hier einfach mal fabrizierst. Und überhaupt, ja, die Gäste, wir haben so viele Beschwerden, Kalle. Das läuft so nicht. Das geht jetzt mal ganz anders vom Ton her. Wir kochen heute mal ordentlich. Machen wir heute drei Gänge. Als erstes machen wir schöne Spargelschaumsüppchen. Als zweites Hauptgang machen wir eine Lachslasagne. Der Lachs muss löppen, ne? Der muss nämlich löppen. Und zum Schluss gibt's eine Creme Brûlée. Kriegen wir das hin? Also natürlich. Also, ey, weißt du eigentlich mit wem? Mit wem talk ich? Mit Kalle Kuschinski. Ja, ich bin Kalle Kuschinski hier. Ich werde dir auch noch mal einen reinkochen jetzt. Also Abfahrt, was muss ich machen? Ja, womit fangen wir denn an, Kalle? Hände waschen! Erstmal Seife, ne? Das kommt da richtig rausgejisst. So. Geh mal auf. Happy Birthday singen. Happy Birthday to me. Das geht so richtig in den Abfluss rein. Siehst du das? Perfekt. Normalerweise würden wir jetzt starten mit dem Dessert, weil das muss ja abkühlen. Dann gehen wir jetzt in die... Sag das doch vorher, Mann! Dann gehen wir jetzt in die Konditorei. Ich dachte, du hast hier direkt gelesen, was abgeht. Hä? Ich wollte hier heute Morgen schön meine Leute im Restaurant bedienen und du kommst hier von der Seite. Kalle, Alter, heute muss ich dich mal auf den Zahn fühlen und mal gucken, wie du so kochen kannst. Weißt du, Function Sheet gelesen dabei gewesen, Junge. Achso, nur für dich. Ich gebe das meinem Cutter. Also keine privaten Stories erzählen, sonst veröffentlicht er das alles auf Twitter. Ein richtig mieser Wichser. Das heißt, wir sollten jetzt nichts vom letzten Gangbang. So, Mori, jetzt sind wir hier in meiner Astrein Konditorei. Guck mal, das ist ein richtiger Laden. So, ja. Hier, ist unnormal, belohnt. Ne, was sagt der Patissier dazu? Der Papst, Alter? Also, legen wir los. Ja. Was soll ich machen? Ne, weiß jeder Koch im ersten Lehrjahr? Musst du Schokolade sollst du machen? Ah, ja, aber wie? Ja, fang doch erstmal an, ne? Ich bin Freestyle-Sternekoch, bei mir gab's keine Lehre. Ich bin da rein und war direkt gut. Na, da brauchst schon ein bisschen mehr. Ja, reicht. Reicht. Okay. Ich hab Eier. Oh! Oh, die sind alle. Oh, die sind alle kaputt! Das sieht nach Eiklar aus da drin, oder? Das sieht nach gar nichts aus, oder? Gut, machen wir nochmal neu. So räumt man auf bei mir. So, wie viele Eier willst du? Jetzt machen wir eine Zahl. Dann machen wir mal vier Eier. Vier Eigelb. Vier Ei. So, warte mal. Ich würde die erstmal transportieren wollen. So, gut. Abstellen. Rausnehmen. Ja. Gut. So. Eigelb rein. So, rein damit in die Olga. Zack. Guck mal, wie die zusammenbleiben. Ich weiß nicht, ob die sind wahrscheinlich schon eingefroren. Ja, und Zucker brauchen wir. Wo ist das Eigelb, Kalle? Wie hast du das denn? Nein, den mach neu. Du kannst es doch nicht vom Boden nehmen. Eine Sekundenregel, das verkocht sich. So, und jetzt zur Rose aufschlagen. Zur Soße aufschlagen? Zur Rose aufschlagen. Was für eine Rose? Ich mach jetzt das Schaumig Ding. Schlagen. Ich mach das Ding jetzt. Warum dampft das? I don't know. Ich weiß auf jeden Fall, dass es jetzt so... Und warum ist das ein Teig? Das ist jetzt ein Teig. Was? Ein Ei. Gut, dann müssen wir das nochmal machen, Mori. Oh, shit. Das ist doch ganz Ehre. Das ist ein Hühnerei, kein Ganzei. Das war ein richtiger Mori-Joke, Alter. So, was machst du mit meinen Jokes? Au. Wie kann das denn ein Teig werden? So, rein jetzt ins Bad oder was? Erst heiß machen oder? Das ist egal. Das ist im kleinen Topf. Ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee ist, was du hier vorschlägst. So. Also, mein Vorschlag wäre jetzt das. Kriegt man die Schokolade dann noch raus? Das färbt dich doch gerade. Das ist jetzt 200 Gramm Bitterschokolade mit 1,5 Liter was. Also ich sag mal so, ne, wenn die Schokolade... Kriegen wir die überhaupt geschmolzen? Ja, das geht. Ich zeig dir das mal. Weg damit. So. Und zwar können wir jetzt hier einen Topf nehmen und da die Schokolade reinmachen. Und dann wird das geschmolzen. Weil ich weiß nicht, was du in deiner Kochschule gelernt hast, aber hier wird jetzt auch nochmal reingeschmolzen. Und dann wird die auch nochmal flüssig. Okay, aber macht's nicht zu heiß. Du kannst ja in der Zwischenzeit schon mal, ne? Wir können ja nicht untätig rumstehen. Schlagsahne. Ja, wo einfach auch rein in den Topf da, oder was? Nein, Sahne schlagen. Und rein damit. So, wie geht's denn in unserer Bitterschokolade? Die ist nämlich schon heiß. Ja, aber noch nicht ganz. Aber die verliert gerade Leben. Die verliert Leben. Ja, was für Leben? Da ist sie weg. Die Maschine schlägt jetzt die Schlagsahne und du gibst jetzt... Halle! Das...
Ja. Wie kann jemand so unfähig sein? Hey, was soll der Hass, Bruder? Für dich war Berufsschule auch mehr so eine Empfehlung, oder? Jo. So, warte mal. Und Abfahrt. Ah, da wird kein Teich draus. Also gibst du jetzt langsam die geschmolzene Schokolade zu deiner Eimasse. Mhm. Unterrühren. Das ist ein bisschen besser neben. Wo ist denn das verrührt? In welcher Welt ist das verrührt? Ja. Warte mal. Du musst auch mit dem arbeiten, was du hier hast. Da passiert nichts. Und dann hebt man die Sahne unter. Moment. Ja, du musst dich beruhigen. Oh, nee. Jetzt müssen wir die Schokolade wieder machen. So, da ist gleich... Oh, ja. So, und das gibst du jetzt langsam zu deiner Eigelb... Zu deinem Eigelbteig? Wie Physik? So, immerhin ist jetzt alles drin. Ja, komm, pack die Sahne jetzt auch mit dabei, unterheben. Tut jetzt eh keinen... Kalle, was machst du denn? Normalerweise, die Schokolade würde grau werden, ja, und bröselig und würde eine richtig bescheidene Konsistenz haben. Verstehe jetzt das Problem nicht, Mori. Du hast bei dir in der Küche nicht selber, also ich weiß nicht. Hast du mal ein Kochbuch, du hast doch ein Kochbuch gemacht. Ich erkläre dir ja gerade, wie es geht. Ja, scheinbar nicht. Das müssen wir jetzt irgendwie verrührt bekommen, ne? Bin nur nicht so sicher, ob das was wird. Wird halt noch mehr Teig. Das ist jetzt unsere Musterschokolade. Also egal. Also, ich weiß nicht. Knusprig, sämig, Toast essen. Pack in den Backofen. Ich hab doch kein... Ich weiß doch nicht... Ich meine, du weißt einfach nicht, wie Muster Schokolade geht, Mori. ich will den Schalter wechseln, nach links drehen. Aha. Wird das nicht auf 300 Grad machen? Du hast keine Ahnung. 12 Uhr mitternachts. So, Mori. Sieht doch gut aus. Unsere Muster Schokolade. Ja, also würde ich sagen, Dessert haben wir geschafft, ne? Dann gehen wir mal zum Hauptgang. Ich würde sagen, Lachslasagne, da löppt es richtig. Wir sind ja nicht umsonst hier im Restaurant, der löppende Lachs. Ey, geiles Restaurant. Geiler Restaurantname. Werde ich mir auf jeden Fall. Ja, wenn ich mal ein Restaurant aufmache. Welchen hattest du denn? Kalle Kuschinskis coole Küche. Aha. Gut, dann, Kalle, auf geht's. Ja. Guck mal, ich hab dir sogar ein Kochbuch mitgebracht. Da steht dir sogar drin. Hier. Spinat-Lachs-Lasagne, die machen wir. Zeig mal in die Kamera. Guck mal, da ist er, der Kalle. Da. Oh, süß. Süß. Okay, ja, reicht. Weg damit. Genug Werbung für dich gemacht. Oder Schmalz. Das hört sich gut an. Ja, kann man auch nehmen. Oh. Ah, Junge, wie schaffst du das denn? Jetzt komm, erstmal alles weg, Scherben aufsammeln. Wir nehmen einfach die nächste Platte. Nicht viel, nicht so viel. Gut. Gut. Wir können auch Brokkoli zu Spinat machen. Zeig dir mal, wie man jetzt Brokkoli zu Spinat macht, Mori. Weil Spinat ist in Wirklichkeit gar kein Spinat, sondern Brokkoli. Man nehme einiges an Brokkoli-Spinat, dann geht man hier zum Häcksler, stülpt das alles rein. Guck mal, wie das da astrein reinfliegt. Alter, wie geil das gerade aussah, oder? Wie geil, dass da einfach mal ein Packojet steht. Und dann... kommt Spinat raus. Achso, das lassen wir erstmal so. Ja, das ist unser Mise en Place. Hast du schon mal was von gehört? Oder denkst du, bist du so die Fraktion Mise en Place, was für Feiglinge? Du musst mal ganz dringend aufpassen, wie du mit mir talkst. Wie schneidest du denn? Ich mach das mal vor. Ich schneide die Zwiebeln. Weiß nicht, wie man Messer benutzt. Ah, guck mal, ich hab ein Messer. Dir sorgsam reingeben? Rein in die Ohrgasse. Da ist wirklich nichts reingegangen. Ja, wir machen das jetzt mit der Hand. Welches Öl hätten wir denn gern? Nimm Olivenöl. Wie viel? Kleinen Schlag, 2 Esslöffel. Ein, ja, reicht. Bevor ich wieder zu viel meine. So, weg damit. Oh, kein Wunder, dass die Warenkosten so hoch sind, wenn du jedes Mal... Guck mal, das brutzelt schon. Und ab dafür. So, und jetzt Weißwein. Wo haben wir den? Kann ich mal vorher kosten, oder? Ja. Qualitätskontrolle, nur zu, Kalle. Du weißt ja, wie es läuft. Warte kurz. Brauch ein Glas. Oh, Alter, Junge, was machst du? Triffst das Loch nicht, oder was? Soll ich die Haare drum malen? So, die Flasche ist jetzt leider leer. Aber den würde ich mir jetzt so in die Rüstung kippen. Warte, so. Ah, dumm.
Gut, das hat jetzt nicht geklappt. Wir machen alles. Weiß nicht, wie viel steht denn in meinem Rezept drin? Wie viel haben wir denn? Ich koche doch immer nach Gefühl, Junge. Ich habe auch jetzt nach Gefühl eine ganze Flasche reingehauen. Weißt du, was man damit alles machen kann? Gut, weiter. Ich bin froh, dass du dein Messer nicht zückst. Weiter, Kalle. Gut, Béchamel-Soße, Alter. Béchamel. Béchamel, Alter. So, wie macht man das? Ein Ei? Oh, kein Ei. Ich weiß noch nicht, ob ich Mehl hab. Ich hab doch einen Sack gesehen. Hast du einen Sack gesehen? Hast du zwischen die Beine geguckt? Ja, hast du, haben wir eine Ruhe oder eine Mehlschwitze oder sowas? Haben wir sowas fertig vielleicht? Also unter M haben wir gar nichts mit Mehl. Ey, was ist das denn für ein Simulator? Kann ey, Bruder, ich kann's dir auch nicht sagen, ne? Weißt du, wir machen Planänderungen, wir machen keine Lasagne. Also Spinat-Lachs-Risotto ging auch. Wie viel Lachs nehmen wir? Denn der Lachs muss löppen. Der Lachs muss löppen, ja. Aber stell mal den Spinat unterm Pass oder so, dass der warm bleibt. Unter wem? Unterm Pass. Wärmebrücke. Hab ich nicht. Wie hast du nicht? Du hast doch einen Pass? Du musst doch irgendwo das Essen abgeben. Junge, hier. Da, ja. Ja, aber wenn ich das jetzt hier abgebe, dann sagt er tschüss. Ja, dann stellst du in den Ofen zum Warmhalten. Der will das nicht da reinhaben. Ja, du hast doch einen vernünftigen. Du hast doch hier einen Konvektomaten. Mach das doch da rein. Machst du ein Backblech rein, mittlere Schiene. Nimm aus der Hand. Zack, rein, Kalle. Fein hast du das gemacht. So. Ja, ist drin. Oh. Was machst du denn? Es bleibt auf jeden Fall warm. Zwei Lachsfilet, genau. Schön auf der Haut. Auf der Haut. Beide nebeneinander. Auf der Haut. Nebeneinander. Ja. Nebeneinander. Beruhig dich! Nein! Okay, dann nicht. So. Nein, nicht! Nicht so! Ja, beruhig dich. Ich muss da erstmal. Du sagst nebeneinander, dann muss ich da erstmal hier so. Zack, nebeneinander. Rosmarin, Thymian ein bisschen rein. Ein bisschen Knoblauch noch. Bisschen Knoblauch, bisschen Thymian, bisschen. Au! Reicht. Nicht so viel. Weg damit. Stopp. So, anrichten jetzt. Ach so, geht schon los. Gut. Oh, shit. So. Ein Lachs. Die knusprige Hautseite präsentieren. Ach, echt? Ja. Gut. Dann machst du noch Spinat links und rechts, so schön vielleicht, so im Kreis. Dann mach die einzelnen Röschen rechts davon. Was machst du denn? Das sieht gar nicht mehr so scheiße aus. Sieht doch super aus. Was hast du denn? Oh, mach noch ein bisschen mehr. Guck mal vom Backofen bitte. Ist das unsere Flüssigkeit? Da unten? Da unten? Ja. Die ist wahrscheinlich beim. Das kann doch nicht wahr sein! Da haust du mich immer! Abfahrt! Will das jemand essen? Will keiner essen. Wie? Will keiner. Aber wir können es doch mal fotografieren. Guck mal hier. Aber sieht man, ist noch nicht ganz durch, ne? Ja, normalerweise brätst du es nur auf einer Seite, aber ich weiß nicht, wie. Der macht ja auch Teig aus Eigelb und Zucker und hat keinen Spinat und kein Mehl. Ja. Mori, ich mache jetzt nochmal Folgendes. Steck das mal in die Mikrowelle. Geht das? Der in der Mikrowelle? Pass nicht rein, Alter. Der ist zu dick. Guck. Ja, wenn du mich jetzt bewerten müsstest, ich weiß. Du hast ja auch meine anderen Kochkünste schon alle mit beobachtet. Solltest du mal live dabei sein, ne? Was würdest du mir denn geben von der Skala, ich sag mal, 1 bis 10? 10. 10 Backpfeifen. 1, 2, 3, 4, 5, 6,